Also ich bin hart im Leben, Bruder. Guck. Jalla, nimm eine Prise. Hier, guck, ich weine nicht. Ich bin einfach aus Titan, Alter. Kannst du aus Marokko bringen, 5 Kilo Asche. Ja, in der Mitte sind wir im Endeffekt. Ja. Chill und Abdi. Wir sind das Sinnbild für zwischen Bankier und Maroks, die Crack verkaufen. Jo Leute, herzlich willkommen bei Beast Kitchen. Heute mit dabei zwei Legenden. Einmal Cello und Abdi. Schön, dass ihr da seid, meine Jungs. Dankeschön für die Einladung. Habil. Vielen Dank, Dankeschön. Ich hab zu danken. Ich hätte nie gedacht, ohne Scheiß, dass ihr mich mal hier in der Küche besuchen tut. Ich hätte nie gedacht, ohne Scheiß, dass wir mal bei dir zu Gast sind. Das stimmt. Große Ehre. Ich küsse euer Herz. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch einen speziellen Gruß an Sascha, der uns auch dieses Konzept so gezeigt hat, auch Bios. Josef Bio Fleisch. Genau, da hat er uns hingeführt und schön, dass wir uns alle so kennengelernt haben. Ihr kommt aus Frankfurt. Josef Bio Fleisch ist ja auch aus Frankfurt. Der ist auch heute übrigens da. Ja, der sitzt hinter der Cam. Der ist nicht nur aus Frankfurt, der ist genau, ich will jetzt nicht genau unsere genaue Adresse sagen, aber so 100 Meter von unserem Studio entfernt. Geil. Und wie ist deine Erfahrung mit Josef? Très bien. Krass, mehr sage ich nicht. Was machen wir heute? Der liebe Josef hat uns gehacktes Rind mit Lammfleisch, so wie die Shababchichi sein soll. Genau. Ja, eine Mischung aus Lamm und Rind. Genau. Dann werden wir dazu selbstgemachtes Aiwar machen, aber auf meine Art und Weise. Lasst euch da später überraschen, Leute. Bin ich gespannt. Ja, und dann machen wir noch ein bisschen Bratkartoffeln mit dazu als Beilage. Habt noch ein knackiges oder ein knuspriges Fladenbrot mit dazu. Und dann lassen wir uns später schmecken, wa? Das freut uns, oder? Sehr gut. Okay, dann würde ich vorschlagen, fangen wir direkt auch schon an. So, wie geübt bist du in der Küche? Ich habe gerade schon gehört, du bist ein richtig guter Koch. Soll ich erstmal Hände waschen, Leute? Genau, Hände waschen, dann würde ich dich bitten, einmal so eine Zwiebel richtig schön fein zu hacken. So, auf jeden Fall, ich grüße alle Leute, die immer auch fleißig die Hände waschen. Desinfizieren ist ganz wichtig. Gerade in dieser Zeit, was? Ganz genau, deswegen. So. Erstmal hier regulieren. Kochendes Wasser. Nee, das noch nicht kochen. So kochen kann man aber auch. Oh, da dampft schon. Nein, da geht noch mehr. Walla, noch heißer. Auch. Willst du noch heißer? Nein, du musst jetzt auf jeden Stimmen. Das passt. Sehr schön. So, bisschen Peri Ultra in der Haut, Vela Riva, Vela Rojo. Aber das ist kein Produktplacement, das ist nur so. Okay, die Leute denken, hat der gerade Hände gewaschen oder Abdes genommen, alle die schon Hände gewaschen. Habibi, mit deinen halalen, sauberen Händen kannst du hier bitte die Zwiebel einmal richtig schön fein hacken. Was heißt fein hacken? Erstmal so zack. Einfach in Würfel, Bruder. Oh, mit diesem Babamesser? Mit diesem Babamesser, bitte. So. Also, okay, ich muss noch mal fragen, Bruder, bei zu Hause, wenn ich diese Aufgaben kriege, muss ich auch immer erstmal voll fragen. Erstmal so und dann so, ja? Ganz feine Würfel, ich verlasse mich dazu. Okay. Bevor du anfängst zu schneiden, ja. Ich habe mir ein bisschen recherchiert über euch beide, gerade ganz besonders über dich. Dein Papa kam auch hier nach Deutschland als Einwanderer. Richtig. Ja? Ja. Hat alleine gelebt eine Zeit lang? Genau. Und er wird auch schon mal hin und wieder den Kochlöffel geschwungen haben? Auf jeden Fall, ja. Ja? Ja. Okay, was kannst du mir dazu sagen? Hast du davon was mitgenommen? Hat er dir was nahegelegt? Hat er dir was mitgegeben? So ein Familienrezept, so ein Vater-Sohn-Rezept? So, mein Sohn, das machst du heute so und so? Nee, aber es war so, einmal war der Notfall so krass, dass Mutter so spät von Stadt einkaufen nach Hause kam, dass er wirklich selber gekocht hat. Ja. So einmal in meinem Leben habe ich es registriert. Bei uns war halt wirklich klassisch aufgeteilt. Mutter kocht und Vater bringt die Asche nach Hause. Ja. Und mein Vater musste einmal so kochen, da hat er so Rührei mit Tomaten gemacht, mit ein bisschen so Tomatenmark drauf, mit nicht Pfeffer, das andere so braune Zeug und so. Und ja, so daran kann ich mich erinnern, dass einmal in seinem Leben hat er diese Kochtopf und so diese Dings auch benutzt. Aber es hat asig geschmeckt, wir hatten noch dick Hunger, weil Mutter hat sich verspätet, Zeil, Meil, ist das Shopping. Und deswegen so, ja. Also wenn ich, ja. Also liegt bei euch auch ein bisschen in der Familie, das Kochen. So, ich glaube, man muss mit Gewürzen gut umgehen können. So. Mit Gewürzen. Und wichtig, dass beim Kochen ist A und O, das kann ich euch beiden und den Leuten auch da draußen sagen, mit Liebe, mit Leidenschaft. Mit Liebe, mit Amor. Hast wieder, du heute mit, zwei Profis. Und Geduld vor allem. Bitte? Geduld auch vor allem. Absolut, ja genau. Gut Ding braucht seine Weile. Ne? Ja. Aber weil du mich gerade gefragt hast mit Einwandererrezepten, wo mein Vater ist, habe ich was, wenn ich jetzt gerade das Fladenbrot sehe. Ja. Die haben auf Baustelle, wo mein Vater, wir waren ja in Frankfurt, mein Vater war in Berlin auf Baustelle, die haben so ein Fladenbrot immer geholt und dann haben die es so in die Hälfte geschnitten. Ja. Dann hatten die zwei Hälften und dann haben sie es mit Käse und Tomatenmark belegt und Champignons dann Pizza sich gemacht. Das war so Einwandererpizza. Das können wir mal machen. Und das ist dann bei uns dann so übergeschwappt, so kann ich mich erinnern, so hat meine Mutter damit immer Pizza in die auf Flammenbrot-Basis, so bin ich aufgewachsen. Das hört sich wirklich sehr interessant an. Vielleicht werde ich das mal
abkupfern und dann bei Snack Attack. Vielleicht kann man das mal so aufpimpen und ja, auftun. Genau. Ja, das hört sich sehr wild an. Da kann man bestimmt geile Sachen machen. Ja. Das wären keine Würfel so, Bruder. Wie machen wir das? Würfel? Jetzt. Soll ich einmal vormachen? Zeig mal kurz an, ich mach dir nach. Wir halbieren das Ganze. Einmal so, ja? Mhm. Dann nehmen wir diese Seite, wir machen. Zack, hier ein paar Schnitte. Koch, Master. Man sieht, ja? Man mit Eisen umgehen, ob es Gewichte sind oder ob es besser sind. Der ist einfach da. Jungs, ich war einige Zeit auch dumpfisch unterwegs. Nicht so richtig schön. Jetzt ist es richtig, so weiß ich nicht. Am besten, guck mal, ganz kurz, bei den letzten Stücken. Ja, ne? Ja. Jetzt ich sage einmal so, zack, an den Fingernägeln entlang schneiden. Aber da bedarf es auch schon Mumm und. Ja, ich glaube. Boah, das geht mit der Zeit, ja. Baust du ein eigenes Vertrauen zu dir auf? Das wäre wie wenn. Du musst aber erstmal ein Vertrauen zu dir selbst aufbauen. Das wäre wie wenn jetzt einer zu dir gesagt hätte, nimm mal eine Single heute so auf. Rap ein 16er ein. So. Ja, mäßig. Da muss du willst, man. Nein, du release ihn jetzt. Ja, ja. Genau. Weil wenn du dich schneidest an deinen Fingern, ist wie wenn du releasest und ganz Goldstein sagt, alle was ein Piepschalle. So zum Beispiel, ne? Mäßig. Ja. So, Abdelrahim, komm, das heißt, schaffst du jetzt auch noch mal. Alleine, komm. Du glaubst schon mal an mich. Ich glaub an dich. Ich glaub an euch alle. Ich springe jetzt auch noch mit einem. Komm, ich mach mal auch. Erstmal so lang wieder, gell? Erstmal, guck mal, hier bis hierhin ungefähr anritzen. Aha, durch. Aha, okay. Weißt du, ich das gerade gemacht. Ich ritze heute zum ersten Mal in meinem Leben eine Zwiebel an. Premiere. Villa Bajo Ultra. Guck, aber mit Liebe, ich merk schon, ja? Du bist von Team Villa Riba. Oh, ich wollte schon immer mal mit Messer in der Hand weggucken. Hast du gerade gesehen? No look, Alter. Schwede. Ey, nicht, dass die zu Hause sehen, dass ich es gut kann. Da muss ich immer helfen jetzt alle. Was ist das? Das ist das Gefährliche hier an Beast Kitchen. Ja. Ja, aber wir sind schon einige nicht mehr rausgekommen aus der Küche nach dem Video. Das glaube ich dir, Alter. Das ist eine Falle von Familie, glaube ich hier. Okay, das war angeritzt, ja? Warte, da geht noch was. Ja, auf jeden Fall Respekt, man braucht wirklich Fingerspitzengefühl und muss da seine Kraft richtig auf Dings konzentrieren. Weil sonst sind die Finger weg. Und ich kann mich noch früher erinnern, bei RTL, wenn die in diese RTL aktuell gesagt haben, vor Silvester passt auf, keine Böllers und so, hat die immer gesagt, und ihr wisst, liebe Kinder, Finger weg, sonst Finger weg. Schönen Grüße an Barbara Elikmann auf jeden Fall. Dieses Jahr gibt es kein Böllern. Barbara Elikmann, nicht Birgit Schrobanger? Nee, das war so Barbara Elikmann, was ich immer so geguckt habe. Dann gab es noch Frauke Ludwig, glaube ich. Frauke Ludwig und Barbara Elikmann, genau. Aber ich war mehr so Team Barbara Elikmann wie Lara Lobos. Ich bin, ehrlich gesagt, ich muss euch gestehen, mittlerweile bin ich Team Nasan Ekes. Ja. Ja. Top Frau, Grüße gehen raus. Kann man nichts sagen, ja. Salam Uchti. Dieser Zwiebelgeruch ist auch gesund. Ich bin jetzt kein Arzt, ich kann es nicht belegen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man so mal eine Nase nimmt. Zwiebeln ist. Ja. Zwiebel, sehr, vor allem gut für die Augen. Wenn du jetzt zu viel dran schnüffelst, dann fängst du sich ja an zu heulen. Also ich bin hart im Leben, Bruder. Guck. Ja, dann nimm eine Prise. Ahla, was ahla. Hier, guck, Schwein, ich bin einfach aus Titan, Alter. Maschallah. Weil die müssen wir gleich in Fleisch anklinken, weißt du? Aha, okay, da musst du schön fein sein, ne? Ja, Mann. Umso feiner, umso besser. Dann wird's eingeknetet. Wie Pulver. Ja, heute kann ich meine Kindheit ein bisschen auffrischen. Früher, ich wollte immer diese Play-Doh-Knete vom Vater, das gesagt, die kostet 60 Mark. Danach legst du die einfach irgendwo hin, die trocknet. Die trocknet aus. Die habe ich mir früher immer auch gewünscht damals, ja. Diese Play-Doh-Knete. Ja. Die war voll in, da gab es diese Figuren. Da hast du durchgequetscht, dann kam das so aus den Augen. Genau, aus. Richtig. Diese Figuren, ja. Aber ich muss heute, kann ich sagen, wir haben halt einfach sehr viel auf Marketing gesetzt und PR. Und eigentlich ist es einfach nur ein Topf mit Knete. Genau. Aber ja, die haben das richtig krass. Ja, aber das war ja das, die Schablonen waren es, ja. Die Schablonen waren es, genau. Ich, Dings, die hatten ein Patent auf diese Schablonen oder auf diesen krebserregenden Stoff, der da drin ist. Ich kann es nicht sagen, Bruder. Auf jeden Fall, schönen Grüße an diesen Play-Doh-Menschen, der Logo, dieser Junge. Ja, das Lego war was ganz anderes, Bruder. Nee, ich meinte vom Play-Doh, dieses Play-Doh, der kleine Junge, der auf der gelben Dose drauf aufgedruckt war. Der hieß? Der hieß Play-Doh Nino Gaucho. Nein, weiß ich nicht. Villa Riva, hä? Villa Riva, ihr wisst Bescheid, für den Ultra in der Hausschule mit Pappe. So. Boah, wie das brutzelt. Ich schwör's dir. Also, Ruhe. Jungs, seitdem ich euch kenne, seid ihr immer nur unterwegs. Wann und wie habt ihr euch kennengelernt? Jetzt so ganz die trockene Story oder willst du die Science-Fiction-Story? Nee, die Reader-Story. Die Reader Story. Die Reader trockene Story. Wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einer Schießerei. Ja? Spaß. Worum ging's da? Es ging am Telefon, wir wollten Kunden. Wurde dir abgezogen? Wurde jemand abgezogen? Nein, es ging ganz realistisch.
weil die Frage wurde sehr oft gestellt, weißt du? Und dann haben wir mittlerweile uns so zum Spaß mal gemacht, ja, bei einer Schießerei, da. Wir haben verschiedene Versionen. Wir haben immer eine andere Version. Wir haben immer eine andere Version. Ich würde gerne die Real Story hören. Die Real Story ist, wir haben. Und wo ihr euch kennengelernt habt? Wir haben zusammen in einer Versicherungsagentur gearbeitet, in einem Callcenter. Im Callcenter? Im Callcenter, ganz genau. Ja. Und so sind wir das erste Mal aneinander getreten. Ja, wir waren beide in der gleichen Rangordnung oder mal einer? Nee, der war sogar so chefmäßig. Ich kam da frisch. Also, das muss, also in Frankfurt ist ja so, ist viel Banken, Versicherungen und viel Service, Hotlines. Und ich habe in der Branche viel da gearbeitet, also im Outbound, Inbound, bei der Telekom. Also so, ich war da so versiert darin, so halt zu reden am Telefon und so kam ich dann zu der Versicherung, wo Abdi gearbeitet hat und da haben wir uns dann so kennengelernt. So mäßig. Ja, nice. Deine Version? Meine Version ist, ja, so, ich habe da schon vorher gearbeitet. Danach bin ich halt sein Chef geworden, wie der schon selber gesagt hat. Nein, Spaß, das stimmt überhaupt nicht. Mein Patron. Wir waren gleich. Ich musste den Hand. Wir hatten gleiche Rang, gleiche Dienst. Ich will jetzt keine Fitner machen, so und so. Du machst aber gerade. Das ist Fitner Light, Zero. Zero, Zero, ja? Zero ist. Critical Zero, Zero. Genau, Critical Zero, Zero. Auf jeden Fall, der Typ hat sich. Da weiß ich Bescheid. Gut, Bruder, ich stand da so, ich habe telefoniert, dann kommt einmal ein edler Bruder mit Reebok Classics um die Ecke und schöne weiße gebügelte Hemd. So zum Arbeiten und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, dass er schon mal mit Reebok Classics kommt. Ne? Mhm. Das sah aber so trotzdem alles so elegant aus. So. Das ist so ein Atze auf mein Level ungefähr, hast du so gesagt. Ja, 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 auf jeden Fall, definitiv. Ja. Definitiv. Und dann so bei Raucherraum haben wir uns mal kurz auch dann so abgetastet. So aber Rauchen ist scheiße, wollte ich schon mal sagen. Bitte? Ja. Rauchen ist nicht gut. Ja. Genau, wir haben im Raucherraum gerade so Leuten die Zigaretten aus der Hand geschnitten. Ja. Was rauchst du, du von mir und so? Genau. Seit wann rauchst du von mir und so? Schämst du dich nicht, ja? Schämst du dich nicht, oder? Und so, ja, haben wir gesagt, so locker. Ne? Und dann hat er gesagt, guck mal, ich kenne dich, du hast ein Lied auf YouTube hochgeladen. So ganz genau. Amateurhaft. Er zu dir. Richtig. Ich und das ist gerappt. Zeitraum 2009. 2008, 2009, so, ja. Ja. Sowas und zu der Zeit war ja jetzt Rap, Hip-Hop nicht in Deutschland, so wie es heute ist auf dem. Ich weiß, ich kenne die Zeit selber. Das war ja, du weißt es selber, das war. Ja, ich kenne die Zeit. Das war ja so, sehr, sehr schwer, die Zeit. So schaut's aus. Aber der Abdi war so im Untergrund, so auf YouTube, so schon. Der hatte so Freestyle-Battles und der war schon so ein kleiner Untergrund-Diamant. So. Mhm. Also der hat schon so rausgestochen. Weil viele haben ja versucht, da. Um Rap Fuß zu fassen, da war schwer. Bei vielen hat man gesehen. Man sieht einfach, da hat es nicht drauf. Der eine macht es nur, um Chayas klar zu machen oder irgendwas. So, aber bei Abdi hat man gesehen, der ist ein MC. Der Rap, der hat was. Der hat Delivery, der bringt etwas rüber, schon in jungen Jahren. Und ja, und dann, ich habe ja auch so nebenbei ein bisschen so, aber ich hab das nicht so öffentlich gemacht. Früher, wenn du so in Frankfurt auf der Straße unterwegs warst, wenn du da gesagt hast, du hast gerappt, die hätten dich abgezogen, abgerippt. Mhm. So mäßig, weißt du. Das wäre so ein Zeichen von Schwäche gewesen. Ja, also Leute hätten mich nicht ernst genommen. So war das zu der Zeit. Das erinnert mich ein bisschen so zu meinen Breakdance-Zeiten. Da hat man mich auch nicht ernst genommen. Aber wenn sie die Schraube gesehen haben, haben sie das heimlich im Kinderzimmer auch nach. Ungefähr, genau. Und ja, und dann, wie gesagt, habe ich ihn so drauf angesprochen, guck mal, ich mache auch Musik. Daraufhin hat er mir ein Werk von sich gezeigt, was halt so nicht irgendwo öffentlich schon zu hören war auf YouTube oder MySpace, was damals ein Portal war. Das gibt's immer. StudiVZ. StudiVZ, genau. Werk entwehen. Wir haben uns dann bei Werk entwehen wieder angeschrieben. Wir haben zusammen gearbeitet. Ja, dann haben wir uns aus den Augen verloren. Haben wir uns aus den Augen verloren. Ah. Beruflich hat sich jeder anders orientiert. Und dann haben wir uns in Werk entwehen wieder so gefunden. So, du guckst dann, weil du den von Moschee anklickst aus Bornheim, kommt so Vorschlag, irgendwie so Algorithmen ganz damit schon. Dann so Cello gefunden und dann haben wir uns so geeinigt, dass wir uns nochmal zusammentun sollen, musikalisch so. Geil. Und das war dann der Moment, wo Cello und Abdi. Was man aber noch sagen muss, die Symbiose war mit Sin, genau. Der auch gearbeitet hat, sogar vor uns, dazu sagen. Der hat mich sogar da reingeschleust bei der Arbeit. Der war dein Chef. Der hat da so ein gutes Wort für mich so eingelegt da. Und danach haben wir in seinem Wohnzimmer damals in Bonames
Mietwagen-Tape aufgenommen. Abdi und ich haben also Ende 2009, Anfang 2010 haben wir angefangen dran zu arbeiten. Und ja, die Geschichte kennt ihr alle selbst. So. Geil. Schöne Story. So, ich lasse du das nur schon mal hier rein, damit das schon mal besser und schneller abkühlen kann. Was habe ich gerade in der Zwischenzeit gemacht, wo wir gehört haben, wie die beiden sich kennengelernt haben? Ich habe hier im Olivenöl ein bisschen Zwiebel angebraten, Paprikamark mit reingemacht, ja? Das wird gleich die Würze für das Fleisch. Ja? Krass. Okay. Ich habe mich erkundigt, Cevapcici wird auch von Region zu Region unterschiedlich gemacht. Ganz genau, ganz genau. Die einen nehmen nur Rindfleisch zum Beispiel, ja, andere machen sogar noch Kalb zum Beispiel rein oder andere machen mehr Lamm oder mehr Knoblauch. Mehr Knoblauch, genau. Andere Würzmischung. Genau. Also das ist so, jeder hat seinen Stil. Also die mit Knoblauch sind, glaube ich, Banyaluchki aus Banyaluchki. Wir machen auch heute Knoblauch rein, ne? Ja, aber wenn man nicht zu viel reinmacht, dann kann man das so, dann hat man so ein Mittelwert so. Aber ich finde, Knoblauch gehört zu jedem Knoblauch Fleischgericht. Muss, ja, safe. Wer ist Knoblauch auf Arabisch? Bitte? Ja. Auf Knoblauch heißt es, warte schon kurz überlegen, Fischer. Auf der Messe heißt Knoblauch Fischer. Bei uns Thun. Thun? Bei uns heißt es Bieliluk. Bieliluk. Weiße Zwiebel. Mhm. In Polnisch heißt das Schosnek. Schosnek. Und wie heißt Willy Luke auf eurer Sprache? Kommentiert einfach. Oh, ich hab einen Reim dazu. Nachbar, schreibt mir auf WhatsApp, hast du mal ein bisschen Schosnek. Und der Ecke Sunju. Das ist ein Insider. Ein Nachbar hat immer bei jemandem geklingelt. Jeden Tag an hast du mal eine Ecke Sunju und winzt dich wendig. Der so hier im ganzen Packen, aber bitte klingel hier nicht mehr. Also. Hast du mal eine Ecke Sucuk und 50 Pfennig? Ja, aber eine Ecke Sucuk ist schon. Bei den heutigen Sucuk-Preisen. Hast du mal eine Ecke Sucuk? Ich habe im aber Knast mit Sucuk gependelt, Jungs. Im Knast habe ich Sucuk gependelt. Andere wollten immer Tabak. Und wenn ich keine Sucuk hatte, habe ich gedacht, ey, pendel mal so. Fleisch ist Gold heute. Ja. Das ist neue Gold. Also ja, richtig. Gerade im Knast. Ne? Vor allem im Knast. Oder? Alles dreht sich. Und weißt du, wo noch? In der Türkei. Bei meiner Frau, die Verwandten, wenn mit in die Türkei fliegen. Fleisch was ist auch mitbringen, Sucuk, Eggetür. Ja? Ja. Die haben das da unten nicht, stimmt. Die haben nur, bei denen ist einfach... So eine Hausmannskost, so eine andere... Ist, bei sagt, denen ist das einfach nur gepresstes Pulver, Gewürze. Da ist kein Fleisch drin, da ist so Reste. Also die haben keinen Sucuk. Auf jeden Fall, die Sucuk da unten soll nicht gut schmecken, bis auf eine bestimmte Region, bei Kaysari. Da soll gutes Sucuk sein. Da ist ja bekannt für Fleisch. Ja, aber die sind bekannt für Wurstwaren, sagen wir mal so. Passt immer krasser. Ja, genau, richtig. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, in Türkei irgendwo so ein Sucuk-Sandwich isst, das kannst du nicht vergleichen wie mit hier. Hier ist es also schon ganz andere. Beste Sucuk ist aber Milai, Jungs, nicht Eggetürk. Milai? Noch nicht probiert? Den kenn ich nicht. Nach der Show habe ich was für dich entschieden. Aber das ist kein Produktplacement, wir machen nur hier so unter uns. Nur für unser Mann. So private Unterhaltung. Milai, beste Sucuk, Leute. So, ich mache ein bisschen Pfeffer hier rein, Jungs. Bisschen. Na, ein bisschen. Da muss auch ein bisschen. Da ist auch ordentlich Fleisch. Da ist auch ordentlich Fleisch. Jetzt Biber auf Arabisch. Biber auf Arabisch. Pfeffer? Har. Tmeset? Tikkes. Har und Tikkes. Heute habt ihr gemerkt, wir lernen nicht nur kochen, sondern auch Sprachen. Maschallah. Das ist das Schöne am Beast Kitchen. Wir versuchen immer so viel wie möglich Kultur und die Leute mit zueinander finden, ja, miteinander verbinden und bringen. Ja. Wer hat Lust zu kneten, Jungs? Aber richtig kneten. Also, ich geb dir Handschuhe, Bruder. Und die sagen die Timsa. Timsa als Krokodil, Bruder. Dr. Cello, Professor Cello. A la cuisine de la best. Boah, endlich mal so Handschuhe XL. Knete, Bruder. Knete, richtig schön kneten. Ich mach erstmal hier alles schön einwalzen. Schönen Grüße an alle aus Knetra. Man beachte die Knettechnik von Cello 385, die ist außergewöhnlich. Das ist besser wie so eine Küchenmaschine, Bruder. Ich schwör's, die Küchenmaschine ist dagegen auf jeden Fall also gar nichts. Ich hab mir das so überlegt, wie wir die Küchenmaschine machen. Dann also, nicht nur mit Herz, sondern auch mit schön so mit die Fäuste rein, gehen. Bruder, genau. Richtig schön, alles vermengen. KitchenAid, ja. Beast KitchenAid. Wir bringen die Geräte auf den Markt. Wir haben rausgehört, ihr habt euch irgendwann mal auf der Arbeit kennengelernt. Dann habt ihr euch entschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Da verbringt man ja auch viel Zeit miteinander. Hat das schon mal geknallt zwischen euch? Oder gibt es ab und an mal so Diskussionen, so Stress? Jetzt eben hat er mich angeschrieben, warum ich ihn behandle wie... Ich will es jetzt nicht sagen. Ich will es jetzt hier nicht im Fernsehen sagen. Aber auf jeden Fall, ja, natürlich, das gehört doch dazu. Aber wir sind Wir wären jetzt lügen, wenn wir sagen würden, es läuft tadellos.
Ja. Weil ich weiß auch aus Erfahrung, die Leute, die in meinem Werdegang immer sagen, es läuft tadellos, die haben dann so zwei Wochen später sich getrennt und so, weil die einfach nicht zugeben konnten, dass es ist menschlich so, dass man Meinungsverschiedenheiten hat. Es kommt halt immer drauf an, wo diese Grenze dann übertreten wird oder wo, keine Ahnung, so. Ich weiß nicht, wie andere Leute dann... Man muss auch wissen, wie man sich streitet. Genau. Also weißt du, was ich meine? Streit gehört, das ist doch was ganz Menschliches. Das muss auch Stil haben dann. Gehört in jeder Beziehung dazu. In jeder guten Beziehung. Beziehung heißt ja miteinander leben und miteinander leben heißt Höhen und Tiefen und Streit und Glück. Genau, und, richtig. In jedem Verhältnis, sagen wir mal jetzt, ob es ein Geschäftsverhältnis ist, ob es freundschaftlich ist, ob es sportlich ist. Wie gesagt, gibt es immer Meinungsverschiedenheiten. Deine ist der einen Meinung der anderen und da muss man immer einen Kompromiss finden. Ja. Und oft scheitert das daran, dass dann Leute nicht wissen, wie man einen Kompromiss findet und sich dann vielleicht in irgendwelchen Kleinigkeiten verheddern und streiten. Viele hören auch auf andere Leute. Ich denke mal, wenn ihr jetzt nicht auch so euch gut verstehen würdet und so einige Diskussionen oder Missverständnisse aus dem Weg schafft, würdet ihr auch nicht so lange erfolgreich sein. Ja, auf jeden Fall. Man muss auch, sagen wir mal, wenn einem was stört, ist es direkt ansprechen. Genau. Und nicht unter den Tisch kehren, bis es dann irgendwann explodiert. Okay, nächste Frage. Was stört dich am meisten an Abdi? Hey, ich dachte, wir kommen zum friedlichen Essen heute, Leute. Fitner, also, komm mal, Fitner Kitchen. Heute Fitner Kitchen. Die frische Küche, Brot ist geil. Gleich fliegt die alles durch die Küche. Hey, komm, hau mal raus. Na, Abdi? Ja. Also, was soll ich dir jetzt sagen? Wir haben auch Streitschlichter hier von anderen großen arabischen Familien und so. Wusstet ihr, dass sie heute Streitschlichter werden? Wir haben noch vor. Das ist ja wie wenn du sagst, ey, nein, nein, die Mann, guck mal, die bereit. Wir haben schon vorher angerufen. Das ist wie beim Bieskind. Vorsicht, Vorbereitung. Also, wir stiften Fitner und schon mal einen Richter. Man nehme eine Prise Fitner. Und ein Arzt. Okay, alles klar, gut, komm schon. Komm frei heraus, hol noch einen, der sicher austreibt. Ja, den müsst ihr danach logischerweise auch dabei haben hier. Natürlich. Den Exorzisten, ne? Du hast die Stuben rein, mit denen kann man nicht sagen. Da war Abdi. Und Abdi, was findest du so an Cello? Ja, Bruder, es ist wirklich so, würde mich was an den stören, dann wäre ich schon längst abgehauen, so in die Walachei so mäßig, so, weißt du? Nach Berlin. Ja, so, Bruder. Und Gott sei Dank kann man schnell dann auch kundig machen, was einen stören würde, wenn es so weitergehen würde oder sonstiges. Oder ich weiß, so, wie er sagt, wir reden immer so. Ich merke schon, ihr harmoniert wirklich. Wir gehen auch auf unsere Gefühle ein. Bevor ich was sagen muss, merkt er schon, vielleicht unterbinde ich es oder keine Ahnung. Genau. Also, ich weiß so, wann ich den Ton. Man muss ja auf jeden Fall. Es kommt immer auf einen darauf an, wie sehr man über seinen Schatten springt. Gerade in seiner Verfassung auch ist, wie ob er jetzt gerade abgefuckt ist. Oder ob man grad, weißt du, man muss ja immer wissen, wie man an die Sachen rangeht. Es liegt an einem selbst, wie sehr man über seinen eigenen Schatten springen kann und auf die Bedürfnisse anderer Menschen eingehen kann. Ihr habt auch so weit ein Gefühl füreinander aufgebaut. Ihr merkt schon, wenn einer so mies gelaunt ist, so einen schlechten Tag hat zu Hause, weiß er, heute ist Abdi mies gelaunt, heute halte ich mich ein bisschen mehr zu Hause. Heute mache ich dich so genau über ihn und so, genau. Ja, Mann, Digga, so ist das halt so. Wie gesagt, so. Ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Bestandteil eines Menschen, egal ob er jetzt an etwas Überdimensionales glaubt oder nicht, dass er einfach auf andere Seelen eingehen muss. Und dass eine Pflicht ist, als wir leben alle zusammen hier auf diesem Planeten und man muss auf Gefühle anderer Mitlebenden, auf all unsere Menschen, seien es Tiere, seien es Pflanzen, alles was eine Seele hat, muss respektiert werden, bin ich der Meinung. Ich küsse dein Herz, ehrlich. Ich hoffe, das waren sehr, sehr schöne Worte. Ich bin Deutsch, klatschen wir euch. Ehrlich. Tim ab ins Gesicht. Ja, Digga, so. Hä? Sehr schön. Aber ich bin weise. Ja, aber jetzt kannst du 5 Minuten Pause machen. Das ist sehr gut durchgeknetet. Du kannst die Handschuhe schon direkt anlassen. Du kannst direkt Chivapchichi formen, Bruder. Okay. Du kannst auch welche anziehen, du kannst auch direkt welche formen. Und ich würde in der Zeit das Eiwa auf meine Art und Weise machen. Was hält ihr davon? Hau rein. Ja? Ja. Ich hatte schon auch im Voraus der Show, hatte ich rote Spitzpaprika im Ofen angeröstet. Und hier habe ich jetzt Pinienkerne auch nochmal angeröstet. Diesmal sind sie mir nicht verbrannt wie in der vorigen Show.
Und die tue ich jetzt hier in die Schüssel mit rein. Ja, ja, ich merke, die Handschuhe sind hier extra large. Auf jeden Fall, Marsch, aber deine Hände, die flutschen ganz okay hier rein. Aber guck mal, ganz kurz. Erstmal nimm mal einen Schluck, Bruder. Nimm mal erstmal einen Schluck, bitte. Zeig mal her. Ayrans. Ayran, Bruder, was ist mit dir? Magst du Ayran? Nicht, wenn ich Chirurgisch hier rolle. Nicht, wenn du dann lass ich dir vergleichen. Danach, aber gleich, wirst du noch andere Sachen rollen nach Ayran, nach dem Ayran, Bruder. Der geht richtig ab. Ich muss gucken, dass sie nicht so dick werden. Und, wie hat der geschmeckt? Boah, der ging rein wie Butter. Erfrischend, hä? Erfrischend, ja. Mashallah. Das wird exquisit, kann ich euch jetzt schon garantieren. So, Jungs, ich hab hier das Eiweiß auf Charo-Art. Ich hab hier die geröstete Paprika, Jungs. Geröstete Pinienkerne, Senfkörner, Chili-Pulver. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Knoblauch, Olivenöl ist schon drin. Und Salz. Und ein bisschen Petersilie mache ich auch noch rein. Servus. Eiwar nach Ost. Eiwar, Mittel, nah, Mittelosten, ja, genau, so ungefähr. Eiwar, Middle East. Middle East Kitchen. From the beast from the Middle East. Yeah, the beast from the Middle East. You know what I mean? Stout. Einziges Problem jetzt ist, bitte, jetzt wird Frau sagen, guck im Fernsehen, machst du aber zu Hause nicht. Du kommst nicht mehr raus, du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Oh, Chiköfte habt ihr. Ja, Mann, das geht in die Chiköfte Richtung. Hier ist Treff. What the hell? Kleiner Chiköfte. Das ist wie Plätzchen backen. Ich schwör's dir, in der Weihnachtsbäckerei, da gibt's so manche Leckereien. Ja, ich bring mit dem Rindfleisch und den Gehackten, mit dem Hirn geschachtet, alles hier. Ich küsse dein Herz. Die können wir auch gleich im Ofen reinschieben, oder? Wollen wir die alle aufmachen? Ja, die im Ofen oder einfach machen? Mir ist das egal. Ey, ich bin schon eher so fun-affin, aber. Gerne, ja, gut, also der Klassiker ist halt Holzkohle, aber das ist jetzt. Wäre jetzt zu abgespaced. In der Küche wäre schon auch zu Hause eine Holzkohle. Oder wir machen die im Ofen und können wir die alle gleichzeitig reinschieben, oder? Ja, schon eher. Ja, dann, ja. Kann man nicht. Kann der man Ergonomie nicht. Zuliebe. Der Ergonomie, weil guck mal, wir sind jetzt zu dritt, ja, und hinter der Cam sind noch auch noch 6, 7 Mann. Ach, deswegen warten die bis Ende. Guck mal, läuft alles schon. Wir haben 1000 angerufen, lässt ohne mich heute. So, Jungs, ich hab auch jetzt, bin dabei, gerade die Bratkartoffeln hier zu machen. Jawohl, ja. In der Weihnachtsbäckerei, da kommt der Abdi Süd vorbei, da bringt die Insel mit. Schöne Grüße an Rolf Zukowski, der uns immer schöne Weihnachtslieder geboten hat. Ob das jetzt von ihm war, weiß ich nicht, aber ich glaube sogar das. Wer ist dieser gute Herr? Rolf Zukowski ist einer der, ist der bekannteste Kinderliedsänger Deutschlands. Ja. Und der hat, glaube ich, auch zum Beispiel diese eine Lied gehabt. California Love mit Dr. Dre, nein, Spaß, das war der nicht. Wir haben bestimmt schon mal alle einen Track von denen gehört. Ey, mit Sicherheit. 100 mit Sicherheit. 100. Wo mein Kind eingeschult wurde oder sowas. Ja. Oder vielleicht von unserem kleinen Bruder, wenn er ist. Es gab nur diese Vogelhochzeit. Fidirallala, Fidirallala. Kleiner Vogelhochzeit, Alter. Was kannst du noch? Schöne Grüße an Dings, Rick und Morty. Dann gibt's noch hier, wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh, der Vogelmann Sassik, Alter. Wer hat die Kokosnuss geklaut, ist auch krass. Das war ein Spiel, glaube ich. Oder was? Nee, das war ein Lied. Das war ein Lied, Bruder. Aber das beste Lied war meine Tante aus Marokko. Kommt gereist. Meine Tante aus Marokko bringt 5 Kilo Asche. Aber wie kam die auf Tante aus Marokko? Sag mal. Digga, BND hat da das Kind erpetzen, was die Eltern zu Hause treiben und so. Ah. Okay. Da war auch eine Tante aus Marokko, die bringt Asche. Ja. Okay. Warum hast du auf dem Rücken so, hast du Schläge gekriegt? Sag ruhig schon, so kennst du diese? Ja. Jugendamt hat da immer alles Ding, Bruder. Die wissen schon wie. Mit so einem Lied, dann singst du im wahrsten Sinne des Wortes. Kennt ihr das, wenn früher, es gab so lange Plastikblumen. Mein Vater hat mich einmal damit bearbeitet, aber ich hab Scheiße gebaut, so behindert. Der hat auch nicht ganz ausgeholt. Der wollte mich nicht verletzen, der wollte mich nur so ein bisschen wachrütteln. Ne? Bruder, ich hatte einfach auf Schenkel 3 Streifen wie Adidas-Hose. The brand Mr. Three Spice. Ich schau meine Mutter. Meine Mutter konnte diese mit Schwung, zwar wie Nike-Zeichen. Ah, zum Glück haben wir 2020. Ich schwör's dir, Alter. Ich hab noch nie so viel in Küche geholfen, Alter. Boah, du musst jetzt auch die sagen, hey, das Kind doch. Ab heute. Ich glaube, Album wird bei uns jetzt verschoben erstmal. Feeling, wo sind die in Küche und so? Wisst ihr, was das Schönste ist? Ja. Es ist jetzt Lockdown und ihr kommt eh so oder so nicht mehr raus aus der Küche. Das Schönste ist, wenn du schon eh wahrscheinlich immer in Küche helfen musst, dann müssen wir auch in Küche helfen. Genau. Ja, ich verstehe schon.
Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, ich verstehe, Bruder. Geteilter Lockdown ist halber Lockdown. Ja, ja. Es tut mir leid, es ist ein bisschen kalt hier, ihr merkt das. Du bist auch gut angezogen? Ja, ja. Ich bin auch. Ja? Ich hab Thermoklamotten an. Zeig mal her. Hier. Mashallah, eine Schicht, zweite, ja. Dritte, vier Schichten. Thermoklamotten? Lange Unterhose auch? Lange Unterhose auch? Ich bin sauer. Warte, Essig. Warte, zu auf. Mashallah. Mashallah, mashallah. Ich will nur zeigen, wie man sich warm hält in kalten Stunden. Und guck, ich hab nur einen Pulli, also Türsterblick. Ein paar Pullis runterziehen und dann geht das. Sehr gut, sehr gut. Gib mir jetzt eine Südpap-Eier. Ja, Mann, lass dir schmecken. Oh, der ist saftig. Der ist geil, ne? Der ist nicht so aggressiv. Ja. Boah, mit Geschmack wäre der bestimmt gut, so mit Kirsche oder? Nein. Gibt's nein. Den nicht? Den wird's im nächsten Schorla mit Minze geben. Mit Minze? Aber cool. Hallo. Was? Minze? Oh, das ja, ist doch persischer Art. Persischer Art? Mit warum? Gewürzen und so. Nein. Mit Minze ist persisch, ja? Ja. Ja, aber da ist Kohlensäure noch drin. Okay, das ist dann die persische Art. Bei den Persern, wenn du ein persisches Restaurant gibst, ich weiß nicht, wie das Getränk heißt, bei denen ist es auch ein Eidan. Ja. Der ist, hat Kohlensäure und Minze drin. Krass, richtig. Mit Kohlensäure höre ich zum ersten Mal. Den haben wir mit unserem Bruder M3 aus Hamburg, in Hamburg, im Restaurant Baraka damals getrunken. Schöne Grüße an unserem Bruder M3. Genau, wo wir M3 kennengelernt haben. So ganz genau. Mal. Frankfurt, Hamburg, connectiert. Wir sind gut, ne? Wow, das ist ein Eiwar. So ein Eiwar habt ihr nicht gesehen. Hilfe! So ein Eiwar. Das ist so Pesto-Eiwar. Ich möchte mit dem Eiwar vielleicht schmelzen gerade. Du wirst gleich. Nee, aber wegen den Pinienkernen denkt man. Du wirst gleich dahin schmelzen. Nee, man denkt, dass es so Pesto-Touch hat, das wegen den Pinienkernen. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ich hab versucht, aber Paprika. Aber anstatt Tomate ist es Paprika. Also Paprika-Pesto. Nein. Oh. Könnte man es da sagen? Könnte man auch. Ja, als Rapper kann ich Paprika nicht also, okay, alles klar. Alles klar. Ich küsse dein Herz. Aber die Paprika ist nicht getrocknet, deswegen kann man es nicht sagen, ne? Ja, die Paprika ist nicht getrocknet. Nein, genau. Die ist geröstet. Wenn sie getrocknet wäre, dann könnte man sagen, es ist ein Paprika-Pesto. So ja. Fachmensch, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht probieren wir es einfach aus. Heute Paprika-Pesto. Schreibt es in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall Eiwar, aber so. So, und dann fangen wir jetzt an, die Dinger zu braten, oder? Die anderen schiebe ich im Ofen rein. Bruder, oh. Der ist breiter als die Disco, der Ofen. Das sind diese von amerikanischen Filmen, wo sie so Thanksgiving-Vogel immer so reinstecken. Genau. Du kannst die ganzen Truthahn reinschieben. Wo dann diese Sitcoms immer ausgehen, dass der Thanksgiving-Ofen, dass der Thanksgiving-Truthahn im Ofen noch ist, weil die sich gestritten haben wegen so dummen Sachen. Nicht jeder kann so wie Chile und Abdi über die Sachen rückziehen. Und auf jeden Fall. Ja, krasser Ofen, das hat schon auf jeden Fall. Ich würde zu. Der Ofen ist brutal, wirst du gleich merken. Wir kommen gleich beim Kartoffeln noch mal auf den Ofen zurück. Ich würde jetzt noch gerne eine Frage anschneiden, die ist ein bisschen deeper, ein bisschen ernster. Schaut mal, ihr kommt ja aus Frankfurt. Und wenn man immer Frankfurt hört, denkt man entweder ganz groß an die Banken. Yes. Ja, an der Börse und den Banken, ja. Oder man denkt an den Bahnhof und den ganzen Junkies, Rotlichtmilieu und so weiter. Was ist dazwischen? Wie erlebt ihr Frankfurt? Ist das nur so, wie wir Leute das so in den Kopf haben, wenn wir hören, Frankfurt, nur die Bankiers und die Leute ganz unten? Oder gibt es da in der Mitte auch noch was? Ja, in der Mitte sind wir im Endeffekt. Ja. Chill und Abdi. Wir sind das Sinnbild für zwischen Bankier und Marox, die Crack verkaufen. Ja. So in der Mitte sind Chelo und Abdi, müsst ihr euch also nicht vorstellen. Nur Chelo und Abdi, auch alle anderen Frankfurter Bürger. Ja, aber so ungefähr sind die ein bisschen mehr Chelo oder ein bisschen mehr Abdi dann so. Okay, was, erzähl mal, wie kann ich Frankfurt erleben? Also bei mir im Ruhrgebiet, ich sag mal so, ich gehe raus, ist zwar ein grauer Himmel, ja, trotzdem gehe ich raus, ist dennoch innen wirklich sehr, sehr bunt. Ja, ja. Bei uns auch. Man hat an der Trinkhalle Leute, die ihr Wir sagen Bier auch zum Beispiel Trinkhalle. Und ja? Späti, ja. Wir sagen eigentlich Bude. Bude? Ja, ich gehe zu Bude. Ja, und dann sieht man, einige trinken ihre Kanne Bier. Hm, mittlerweile trinken die heute ihren Scheider, ja. Hm. Und sitzen in einer gemütlichen Bude. Ja, das ist Inklusion, Integration. Also man hat sich so zusammengefunden, wenn die ihren Scheider trinken und so. Genau. Was verbindet ihr jetzt so mit Hamburg, mit Frankfurt? Ja, wir verbinden mit Frankfurt Diplomatie. Ein Frankfurter ist Diplomat, ein Frankfurter muss nicht immer engstirnig handeln. Ein Frankfurter kann über seinen Schatten hinausspringen, wenn es sich für den Frankfurter lohnt. Ein Frankfurter ist, wie gesagt, der Bankier, der eigentlich beim Päckchen früher machen rechnen gelernt hat und nicht in der Schule. Und ein Frankfurter ist, wie gesagt, der sein Cousin, der aus Nado illegal kam, vom Crack-Verkaufen abgehalten hat und ihn im Pizzeria einen Job klar gemacht hat. Geil. Das ist Frankfurt. Ja. Wahnsinn. Wie siehst du das?
Wie gesagt, das ist dann sehr eng aneinander. Es ist, was ist sehr klein eng aneinander? Klein wir sind geografisch hoch. Klein. Yeah. Ja, wir sind geografisch klein. Also wir sind auch, wenn es Nacht ist, sind es 700.000 Einwohner. Mhm. Und tagsüber sind dann so 1,5 Millionen wegen dem. Jetzt wegen Corona jetzt nicht. Aber wegen ansonsten Pendlern etc., Flughafen, da, Banken, Messen, dies und Gymnasien. Das. Gymnasien. Ja, ja. Und dann hat das schon so eine Mischung. Also auch zwischen Arm und Reich ist sehr nah aneinander. Genau. Und aber das treffen die auch aufeinander. Du kannst nicht immer direkt wissen, wer arm und wer reich ist. So einer, der kein Geld in der Tasche hat, sieht aber links richtig geleckt aus. Ja, und ein so Milliardär von Frankfurt, große Erbe, kommt an meinen Flaschen sammeln, Pfandflaschen sammeln. Du kannst nicht direkt auf den ersten Blick. Ja, das kann man auch nicht sehen. Nein, nein. Aber alle sehen nach Geld aus eigentlich, aber so alle können das Geld auch, müssen nicht das Geld zeigen, sondern können auch mit ihrem Charakter zum Beispiel erstmal ablenken. Punkten. Auf jeden Fall, was die, alle Frankfurter verbindet, ist die Eintracht. Eintracht Frankfurt. Definitiv. Also wer in Frankfurt geboren ist, sagen wir mal, und aufgewachsen ist und sagt, er ist kein Eintracht-Fan, der ist kein Frankfurter in meinen Augen. Mhm. So. Ist so überall. Also wenn ihr, gibt's Leute, die sagen, die sind Bayern-Fan, von mir aus können die sagen, aber. Aber nicht zu laut bitte dann auch. Aber so, alle in Frankfurt wissen, es gibt nur die Eintracht. Und natürlich den älteren Bruder, den FSV. Der ist in der zweiten Liga, der FSV? Nee, der ist in der vierten Liga. Vierten Liga sogar. Vierte Liga zurzeit leider nur. Ja. Aber wie gesagt, wir unterstützen den Verein gerne. Wie gesagt, das ist so der zweite Verein in Frankfurt. Euer Studio ist auch da, ne? Unsere Geschäftsstelle. Unsere Geschäftsstelle. Ist genau. In dem Stadion vom FSV. Genau, also wir teilen uns in einen Flur mit der Geschäftsstelle des FSV. Geil. Und wie ist das so? Trifft ihr auch mal hin und wieder so den aktiven Fußballer? Natürlich. Ja? Ja, ja. Ja, so kurz mal Smalltalk und wie war der Spieltag? Und auch schon mal mit den Jungs gekickt da? Ja, so, da ist jetzt wegen Corona ist so ein bisschen da, schwierig. Sind die Auflagen, genau. Und ja. Auch allein wegen. Aber jetzt unabhängig jetzt von der Corinna jetzt? Wenn da jetzt keine Corinna-Situation wäre. Das ist ganz easy. Ganz ja. Richtig familiär auch, muss ich zugeben, der FSV. Schönen Gruß an FSV Frankfurt, an alle Funktionäre dort, auch an die Ehrenamtlichen vor allem. Da möchte ich nochmal meinen Respekt aussprechen, dass sie dort Tag ein, Tag aus ausharren. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, wenn der Verein jetzt gerade in der vierten Liga ist, trotzdem so ein Herzblut dort zu beweisen in jeder Handlung. Respekt an den FSV und schönen Grüße an Eamon Barkok und Chandler, meine Brüder. Genau, das sind auch die Eintracht. Auch schöne Grüße vom Schalker, vielleicht, also ich spreche das ungern aus als Schalker, aber es könnte durchaus möglich sein, dass wir uns, glaube ich, demnächst auch in der einen oder anderen unteren Liga treffen werden. Ja. Grüß euch heute. Hoffentlich nicht. Eamon Harit, mein Landsmann. Ja. Samuel Kamochoye, Kedak Deib, Hneya Ranaf, Ruhrpott, Tentek, Tchadim Hneya, Ruhrpott. Ewa, und schon schöner Grüße. Alles Allah, Habibi. Auch du bist gerne herzlich hier eingeladen. Genau, Eamon Harit in der Haus. Und auf jeden Fall beim FSV ist auch die Jugendarbeit sehr stark. Die spielen in der ersten Liga. Die, ja. Die B-Jugend. Die U17. So was höre ich immer wirklich. Die spielen sehr gegen Bayern, gegen Augsburg. Also wenn ein Verein sich für so eine Jugendarbeit einsetzt, weißt du, wie viel Geld da reinbuttert, das höre ich wirklich immer gerne. Das ist auch das Schöne an den Schalker-Verein. Und ja, Schalker ist weltbekannt. Natürlich. Die setzen sich auch sehr viel ein für die Jugendarbeit. Das liebe ich. Verstehst du? Ich meine, das höre ich wirklich immer sehr, sehr gerne. Von Schalke zu Real, wie viele gibt's da? Ja. Puh, ja, nach Barca. Oh, ja, ja. Da gibt's viele, viele. Ja. Nicht so wie manch anderer deutscher Verein. Ja. Endlich! Fußball ist so für uns so ein Hobby, ein Zeitvertreib. So. Wir gucken auch gerne Champions League. Italienische Ligen, Serie A und genau. Das ist geil. Also ihr guckt das nur, verfolgen alle Ligen so ein bisschen. So ja, ab und an auch mal Primera kicken. Division, Serie A, das guckt man sich schon an. Ja, ab und an auch mal kicken. Ja, wie gesagt, kicken ist jetzt unabhängig jetzt von der Situation. Natürlich, wenn es die Zeit zulässt, die Zeit zulässt. Ansonsten jetzt FIFA 21. Jetzt nur. Was zockst du? Mit welchem Verein? Ich spiele Ultimate. Ultimate. Ja, also und du musst dazu sagen, Celo ist im FIFA Ultimate Team einer der übelsten Motherfucker, die ich kenne, mit Squad Building Challenges, mit das ist sowas für mich so mit Rechnen, so Transfers. Das ist was für Masterminds. Es gibt eine Liga, die heißt dort Manager Meister Geschick und so. Du musst dann mit Bronzespielern ein Team zusammenwürfeln, damit du den Hector Bellerin kriegst für den 80er. Ich schwöre, ich hab's probiert.
Ich wollte einmal den Joypad wegschmeißen, aber der kostet 60 Euro. Deswegen Respekt, der Chilo, da musst du Kniff beweisen. Da ist er nicht einfach das macht mir Spaß, ein Flanken- und Kopfballbaum. Der ist da so Manager jetzt schon unterwegs. So Jungs, ich serviere das schon mal an oder richte das schon mal an. Alter, das sieht zu krass aus. Wow. Ich muss auch sagen, es gab so viel zu reden, dass es schnell jetzt zubereitet wurde. Ich habe richtig gerade Heimatgefühle. Bis euer Herz, Jungs. Wie gesagt, große Ehre, dass ihr hier seid, Jungs. Ehrlich, ich kann mich noch an die legendäre Kochshow erinnern mit euch und vis-à-vis. Ja, und jetzt stehen wir hier zu dritt. Vielen, vielen lieben Dank, ehrlich. Lecker Knabber rein. Komm auf, du, greif zu. Ja, Mann, das auch. Ja, Mann, ja, Mann. Sie lachen und sie springen, die lecker Knabber rein. Komm auf, du, greif zu. Was für ein Jahrgang bist du denn, Schwager? Guck, wir reden jetzt nicht. Kein Problem, ich bin 84er Jahre. Maschallah. Du bist zwischen uns. Ich bin 87, er ist 81. Nee, 82. 82. Ich wechsle jetzt mal, weil ich habe 5 Geschwister, mit Chino 6 Geschwister, deswegen kann ich die Zahlen merken. Geil, Geschwister, der hat sich schon. Und ja, weil deswegen so, ich habe schon dann gemerkt, so, mit wer hat die Kokosnuss geklaut und viel lalala, dass ich dann auch mit dem komm auch du greif zu um die Ecke kommen kann. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Dann gab es noch das von Miracoli. Jetzt kommt Schluss. Miracoli? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Ciao! Boah, der Aywar, der ist Feierabend, Bruder. Hier bei Bis geht schon heiß aus. Bismillah und rein damit. Bismillah und rein damit. Yalla, ich küsse euer Herz. Und dann komme ich noch zu den klassischen 2 Fragen bei Bis Kitchen. Mmh. Feierabend. Boah, was ist das? Das ist wirklich Endlevel. Ja, die Shibab-Kichi an sich schon Killer. Ja. Und jetzt probieren wir nochmal diese Aywar. Der Aywar ist krass. Das ist nicht Aywar, sondern Aywar. Aywar sagen. Aywar! Aywar sagen. Und auf Polnisch Aywar, Aywar. Genau. Voilà, sehr, sehr wild, Leute. Ich würde wirklich empfehlen, mach mal Aywar auf dir. Und ist so eine leichte Schafnote, geil. Ja, kommt wirklich alles schön, sehr schön durch. Der ist urfallig. Wir haben die wichtigsten 2 Fragen bei Beast Kitchen vergessen. Weil der Talk heute so interessant und lustig mit euch war. Erste Frage an dich, Shadow. Ja, bitte. Du hast die Wahl. Zu Hause kochen oder draußen essen? Chance kochen. Ja? Ja. Geil. Ja, ja. Ich habe auch gerade schon rausgehört, du bist ja oft bei Josef, ne? Du Schlawiner. Und der Nachbar. Ja, sehr gut. Und was wäre dein Lieblingsessen? Kennst du das, was man als Kind immer zu Eltern gesagt hat? Das Besucheressen. Mhm. Lammkotlets. Ja. Geil. Kennst du Lammkotlets, gab es nur, wenn ein Besuch kam? Ja, nur wenn ein Besuch kam. So war das so. Sehr geil. Das ist auch ein wildes Gericht. Und bei dir, Abdurrahim? Also ich würde mich definitiv auf das Kochen entscheiden, wenn man einfach weiß, was drin ist. Weil wenn man es aus eigener Hand macht, das ganz anders schmeckt. Es ist unvergleichlich mit Fastfood oder so. Und was ich dann gerne zubereiten würde, wäre Harira. Harira, super. Ja. Sehr geil. Ich mag es auch. Der Prozess, das zu machen, ist cool, so, weil das mich an Ramadan erinnert. Ich habe demnächst wieder einen Gast auch aus Marokko. Vielleicht werde ich das mit denen gemeinsam machen. Macht Harira, Bruder. Ja, inshallah. Joni wird uns besuchen. Oh, cool. Schöne Grüße an Joni. Ja, Mann. Macht ein bisschen mehr und schickt uns rüber dann. Genau. Kein Problem. Ich schicke euch Josef vorbei. Wenn Josef da ist, Josef. So, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Knallt uns in die Kommentare rein, was das Beste an euch gefallen hat heute in der Folge und was ihr euch in der Zukunft auch wünscht. Ein Abo da lassen und vielen, vielen lieben Dank. Assalamu alaikum. So, Freunde, schöne Grüße von zu Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da der Talk wirklich so lustig und mega crazy war, ist uns leider untergegangen, dass am 8.1. ja, Mietwagen Tape 2 rauskommt. Push das ganze Ding, am 8. Januar kommt Mietwagen Tape 2 raus. Bis dann, ciao.